So, herzlich willkommen zum neuen Video bei Bastler Garage. Wir bauen heute einen Anhänger um. Und zwar stört es den Kollegen, dass so Äste durch diese Gitter da durchstechen und irgendwie sich verhaken. Deswegen möchte er einfach Aluplatten davor klemmen oder dahinter setzen. Und das haben wir alles genietet. Und ja, schaut euch gerne das Video an. Warte, noch eine in der Mitte. So, jetzt guck dir das an. Wenn wir das sauber festmachen, ist perfekt. Und du zerstörst deinen Anhänger nicht. Ja, dann machen wir das so. Also, Bohrer habe ich auch da. Und dann machen wir lieber ein bisschen Wolle hier. Zentimeter von überall machen wir das entfernt dann. Das ist die 4 mm, ja. Das brauchen wir auch noch. Das ist ein Metall, ein bisschen. Schneidöl heißt das. Noch nicht. Bisschen mit dem Hammer bearbeiten. So, wie viel hast du da? Dann bei 60 machen wir das. Ja, wir machen noch mehr, ne? Ja. Aber ich glaube, wir haben hier bei 21. 60. 30. Ja, eigentlich alle. 60. Ja, alle. Ja. 70, 80. Fertig. Viel Arbeit. Und jetzt alles bohren. Aluminium brauchen wir nicht zu schmieren. Wir schmieren immer nur das Metall.
So. Dann schalte das korrekt. Guck mal, wie das aussieht jetzt. Super. Schön fest, sauber. Boah, geil. Warte, jetzt muss ich mal. Jawohl. So, aber jetzt. Guck dir das an, Junge. Ja. Richtig, richtig schön. Boah, schön. Gold. Wow, das sieht gut aus. Jetzt setzt du noch unten das Teil drauf. Jawohl, und jetzt unten. Und dann haben wir die ganze Sicht. Boah. Bombe. Perfekto. Boah, ist hervorragend. Top. Sehr gut gearbeitet. Sehr gut gemacht. Boah. Hier kommt die Plane einfach nur fertig. Mhm. So, jetzt sind wir nun fertig geworden. Mit dem Resultat sind wir super zufrieden. Wir haben bestimmt um die 70 Nieten verbaut. Und es vibriert nichts. Es ist bombenfest und so muss das sein. Die Äste stechen nicht mehr durch diese Gitterung hier vorne. Ne? Und ja, er ist super zufrieden.
Aber sowas von. Genau. Und noch eins. Wenn ihr in der Umgebung von der Eifel, also irgendwie Raum Aachen, Simmerath, Stolberg, irgendwas mit Bäumen zu tun habt, ruft Charata Baupflege an. Wichtig. Ich verlinke das unten. Macht das mal. Der macht echt mega gute Arbeit. Richtig Profi. Also er und seine Kollegen. Also ne, seine Firma. Ist perfekt. Ansonsten Sachen, die wir hier benutzt haben, seht ihr unten in der Beschreibung. Alles Gute. Ciao.